Blomberg TV. Das Heimspiel der HSG Blomberg-Lippe gegen Göpping entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Bis zur letzten Sekunde musste die HSG um den doppelten Punktgewinn bangen. Göppingens Anja Rösler blieb mit einem direkten Freiwurf aber in der Blomberger Abwehr hängen und der Jubel bei den Gastgeberinnen über den 33:32 Sieg kannte anschließend keine Grenzen. Trotzdem brachte Trainer André Fuhr deutliche Kritik an. Wir haben zwar keine Krise, aber da fühle ich mich ein bisschen so. Wir haben die Wartezeit hatten wir übrigens auch, die waren alle gleich und natürlich ist es bedauerlich, dass in der Handball-Bundesliga, nicht Kreisliga, so etwas passiert, dass die Schiedsrichter nicht da sind, das ist mir ein Rätsel. Und ich glaube, das ist uns beiden ein Rätsel und da sitzen wir auch im gleichen Boot, das darf nicht passieren, das ist der Sportart nicht angemessen und das geht nicht. Fuhr meinte damit, dass die angesetzten Schiedsrichter fehlten. Das Spiel konnte deshalb mit einem Ersatzgespann erst mit einstündiger Verspätung angepfiffen werden. Besser mit den Rahmenbedingungen kamen die Blombergerinnen klar, die eine Dreiviertelstunde lang voll überzeugten, sich bis auf 28:19 absetzten und ihren Trainer begeisterten. Ich denke, wir haben 45 Minuten absolut begeisternden Handball geboten, wie wir nach vorne kombiniert haben. Dann ließ die HSG aber zahlreiche Torchancen ungenutzt und der Gast war beim 29:29 plötzlich wieder im Spiel. Vor allen Dingen Gisa Klaunig rettete den Gastgeberinnen dann aber einen knappen 33:32 Sieg. Trotzdem kritisierte André Fuhr den fahrlässigen Umgang mit den eigenen Möglichkeiten. Aber irgendwann haben wir vergessen, die Kurve zu werfen. Wir haben uns erfreut an unserem Spiel, wir haben uns erfreut an unseren Chancen und alle fanden es toll. Aber wir haben den Ball nicht mehr ins Tor geworfen. Wir haben von der Rechtsaußenposition viel auf Kette liegen lassen, haben dann aus dem Rückraum welche liegen lassen und wie das bei so einer jungen Mannschaft ist. Nach Unbekümmertheit kommt Panik und wir sind in die direkte Panik geschlittert und haben völlig die Kontenance verloren. Wie wir das abstellen können, weiß ich nicht so ganz genau, auf jeden Fall geht es mir an den Nieren. Und ich habe mich nach dem Sieg noch nie so schlecht gefühlt wie heute. Das ist auch etwas, über das ich ein bisschen intensiver nachdenken muss.